Um in Seoul, in Südkorea natürlich zurechtzukommen, braucht man auf jeden Fall eine SIM-Karte. Die haben wir uns bis jetzt in jedem Land geholt. Genau. Und wir werden jetzt mal gucken, wie man sich hier in Südkorea eine SIM-Karte besorgt. Das wird bestimmt spaßig. Ja, das wird mega spaßig. Wir haben gerade mal mit unserer Ownerin von dem Hotel haben wir gerade mal gesprochen. Sie hat ihre SIM-Karte bei SKT. Das ist eigentlich so das stabilste Netz hier in Südkorea. Und da kostet die SIM-Karte ungefähr 40.000 bis 45.000 Won. Das sind so 30 bis 35 Euro, ist okay. Ja. Und wir werden jetzt mal gucken, wie die Preise hier wirklich so sind und wie das alles so funktioniert. Also kommt mit. Manche fragen sich jetzt bestimmt, ja, warum kauft ihr die SIM-Karte nicht einfach am Airport? Oder warum habt ihr sie nicht einfach am Airport gekauft? Wir haben natürlich ein bisschen Recherche gemacht und am Airport soll es wohl angeblich so sein, dass man da nur 3G-Netz bekommt. Also nicht das schnelle 5G oder 4G-Netz, sondern nur 3G. So, das wollten wir natürlich nicht ausprobieren und unser Geld dafür ausgeben. Deswegen machen wir es nämlich richtig. Gehen in die Stadt, gehen hier zum Shop, ja, von SKT an sich und werden uns die SIM-Karte dort holen. Und da gehen wir jetzt hin. SKT ist so gut, kann ich auch nicht glauben. Mega. Cash. KT 15기가 39,500원. KT 15 price is 39,501. Ah, okay. And this KT. Okay. Okay. Ja, was wollen wir denn? Da müssen wir nach SKT. Ja, müssen wir da gucken. Ja, müssen wir so. SKT? Where? Oh, okay. SKT. SKT. We want SKT. Yes. 50. Ja. 50 Giga. Ah, okay. 50 Giga. Oh. And SKT only on. 5 Giga. Ah, okay. KT. Mm-hmm. Oh, everyday KT. Mm-hmm. 관광객은 뭐라 그래? 외국인들은 KT로 많이 해요. 아, okay. Okay, good. Ja, wollen wir dann KT machen, oder? KT. Okay, we do KT. Jetzt hat er gesagt 39.000, ne? 39.500 und man kriegt mehr dafür, ne? Hab ich 50 Gigabyte? Wie kann denn das so sein? Google Translate. Google. Ja? Ah, okay. Very good. Also, das hast du jetzt gebraucht? Wie, was habe ich gebraucht? Ne, um das zu beantragen. Achso, also man braucht auf jeden Fall sein Passport. Das ist ganz wichtig. Wir brauchen jetzt 40.000 Won. Und dann muss man natürlich wissen, was man haben will. Also will man jetzt 5 GB haben, will man 1 GB haben. Es kommt ein bisschen darauf an, wie lange hier bleibt. Da wir länger hier bleiben, machen wir gleich, also jetzt wohl 50 GB. Und werden wir sehen, wie die Geschwindigkeit ist. Bei SK, wir sind jetzt nicht bei SKT. SKT ist ein bisschen teurer, SK ist ein bisschen günstiger. Mal gucken. Und viele Ausländer nehmen das. Ja, ja, ja. Germany. Germany? Ja. Germany. Germany. Also wenn ihr das auf jeden Fall macht, dann stellt schon mal sicher, dass ihr Germany übersetzt in Koreanisch. Er hat mich gerade gefragt, wo wir herkommen. Und ich habe ihm Germany in unserer Schrift halt gezeigt, aber das können die ja nicht lesen. Na, deswegen übersetzt das schon mal in Koreanisch. Wird euch helfen. Karte immer aufheben. Denkt dran, wenn ihr wieder in dem Land seid, könnt ihr die reaktivieren. Ja, die kommt in die Tasche. Okay, und jetzt guckst du, ob es geht, ne? Ja, perfekt. Okay. Yay. Okay. Lass mich bezahlen. 2, 3. Thank you. Yes. Hast du noch Wechselgeld? Ah, Kleingeld. Auch schön. Okay, ganz Sanida. Sanida. Bye. Wenn ihr den Laden verlasst, als allererstes testet wirklich erstmal irgendeine App. Am besten YouTube, Facebook oder Instagram. Instagram ist gut, nimmt viel Datenvolumen, um zu gucken, ob das auch wirklich funktioniert. Wenn es klappt, dann erst raus aus dem Shop.
Bei uns hat es geklappt. Wir sind jetzt mobil. Wir haben eine SIM-Karte. Wir haben jetzt die SIM-Karte von SK. Das hat uns jetzt für 50 GB haben wir jetzt 39.500 bezahlt. Richtig, genau. Das sind jetzt um die... Das sind um die 15, so um die 30 Euro, kann man sagen. Ihr könnt das ja nochmal genau ausrechnen. ja, es funktioniert auf jeden Fall, ist relativ schnell, also ist eigentlich sehr schnell. Wir haben es jetzt mal ausprobiert und wir werden das mal testen. Ich denke mal so 1 bis 3 Tage und dann gehen wir nochmal hier am Ende von dem Video im Fazit, ob die SIM-Karte von SK... Ja, das war ja jetzt SK Telekom wirklich Sinn macht. Also bis gleich. Wir haben heute den Härtetest für unsere SK-Card gemacht und wir können sagen, wir waren in Instagram drin. Navigation hat auch funktioniert. Also top für SK Prepaid-Karten. Jetzt hast du deine SIM-Karte, aber du willst ja bestimmt in Seoul nicht laufen. Du möchtest ja Bus und Bahn benutzen. Deswegen abonnier uns erstmal hier unten. Und hier kommst du jetzt zum nächsten Video, wie du deine Team Money Card holst. Also, viel Spaß!